In Deutschland ist die Zahl der Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten zum zweiten Mal in Folge auf einen Höchstwert gestiegen. Das ergibt sich aus der neuen Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen, RSF. Mit 103 körperlichen Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten dokumentierte RSF im Jahr 2022 in Deutschland den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. Die überwiegende Mehrheit der Attacken fanden demnach in verschwörungsideologischen, antisemitischen und rechtsextremen Kontexten statt und zwei Drittel davon in Ostdeutschland. Versammlungen und Demonstrationen blieben die gefährlichsten Arbeitsorte für Medienschaffende. Viele Betroffene äußerten laut Reporter ohne Grenzen Unzufriedenheit über die Arbeit von Polizei und Justiz und bemängelten die Straflosigkeit der Täter. Insgesamt verschlechterte sich Deutschland im internationalen Vergleich ein weiteres Mal und fiel in der Rangliste der Pressefreiheit um 5 Plätze auf 21 von insgesamt 180. Weltweit sei die Situation der Pressefreiheit seit Beginn des vergangenen Jahres durch Krisen und Kriege volatil, teilt RSF weiter mit. Die Organisation verweist auf Entwicklungen wie die fast völlige Unterdrückung unabhängiger Berichterstattung in Russland infolge des Ukraine-Krieges und massenhafte Festnahmen von Medienschaffenden in der Türkei.